Hallo? Also denk gut nach. Es ist ein weiter Weg nach Hause und ich habe keine Lust, dass du dann das Mehl vergessen hast. Na, du traust mir was zu, mein Lieber. Ich habe alles. Also beeil dich und komm her. Okay, Boy. Ich bin gleich da. Herbie?
Endstation, die Mädels. Wo soll's denn hingehen? Nach Klimates. Klimates? Ja. Wo ist denn das? Gleich da hinten. Komm mit. Ich fahr dich eben, ja? Na komm. Das finde ich aber nett. Danke sehr. Ich bin Vera. Und ich Morrow. Wohnst du in der Gegend? Nein. Was für ein Ort ist denn das? Keine Ahnung, bin zum ersten Mal hier. Ich dachte, du wärst von hier, als ich anhielt vorhin. Sorry. Ich dachte, du kannst mir was erzählen über den Ort. Na, macht nichts. Hältst du öfter mal, wenn du Anhalter siehst? Ja. Versuchen die nicht, ich meine... Ach so, ob die versuchen, mich rumzukriegen? Ja. Ja. Tun sie alle. Setz mich bitte hier ab. Danke. Was ist denn los, Morrow? Hast du vor mir Angst? Natürlich nicht. Danke. Danke fürs Mitnehmen. War wirklich nett von dir. Wir sehen uns dann nachher. Stimmt. Vielen Dank nochmal. Pass auf dich Mach auf. Ich. Bleib brav. Wiedersehen dann. Mach's gut. Entschuldigen Sie, Sir. Sagen Sie bitte, wie komme ich zur... Seaview Avenue. Ich bin in der Bar, Jenny. Yeah.
Entschuldigen Sie bitte? Nein. Was heißt das? Nein. Wenn Sie bedient werden wollen, müssen Sie darüber gehen. Nein, danke, möchte ich nicht. Ich wollte nur fragen, wo ich die Seaview Avenue finde. Diese Seite der Bar ist geschlossen. Seaview Avenue. Sagen Sie doch bitte, wie ich da hinkomme. Kennen Sie vielleicht einen John Loomis? Gehen Sie die Straße ganz runter, da sehen Sie dann ein Beerdigungsinstitut, direkt neben dem Hähnchengrill. Da liegt die Seaview Avenue. Ich auch nicht. Dann ungefähr 3 Meilen weiter. Dort im vierten Haus wohnt Johnny, ein uralter Bau mit weißem Zaun und einem Eisentor. Ich danke Ihnen. Aber haben Sie vielen noch. Dank. Finde ich sehr nett. Selbstverständlich. Ich bin Ihnen echt dankbar. Mein Name ist Morrow. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Morrow. Ich bin Privatdetektiv und arbeite für die Alpha-Versicherung. Guten Tag. Haben Sie mir zugehört? Wann? Mein Name ist Morrow, ich bin Privatdetektiv. Ich habe gehört, was Sie erzählt haben. Ich hätte gern einige Informationen über den Tod von Herbert Cook. Wen interessiert das? Die Versicherung. Mr. Monday? Nein, ich heiße Morrow. Mr. Morrow, 3 Monate sind jetzt vergangen. Cook ist längst unter der Erde, die Sache ist abgeschlossen. Was wollen Sie denn nun noch wissen? Der Fall ist noch nicht geklärt. Die gerichtliche Untersuchung gilt als ergebnislos abgeschlossen. Ja, aber Mr. Cook hatte eine Lebensversicherung und Mr. Loomis ist der Begünstigte. Und? Meine Gesellschaft zahlt nichts aus, bevor nicht die genaue Todesursache geklärt ist. Mr. Morrow, wie wollen Sie es schaffen, die Todesursache herauszufinden? Wissen Sie, ich dachte, ich rede mal mit Mr. Loomis und frage ein wenig herum. Darum bin ich ja jetzt doch bei Ihnen. Ich möchte gerne eine genaue Untersuchung durchführen. Sie sprechen von einer genauen Untersuchung. Ja, das ist richtig. Und womit glauben Sie, haben wir uns hier in den letzten 3 Monaten beschäftigt, Mr. Morrow, wenn mir die Frage bitte gestattet ist? Oh, Sie verstehen mich falsch, Lindsay. Ich wollte damit nicht sagen, dass... Ihr Stadtburschen haltet euch für überklug, stimmt's? Ich hatte nicht vor... Schon, wie Sie hier reinmarschieren und über von Ihnen geführte Untersuchungen reden. Tut mir leid. Mir gefällt Ihr Auftreten nicht, Morrow. Tut mir wirklich leid. Ich habe eine Menge Arbeit zu erledigen. Vielleicht könnten wir uns später noch mal unterhalten? Das bezweifle ich. Ich bin sehr beschäftigt. Wiedersehen. Ich habe ein Zimmer mit Bad und eins ohne. Ich nehme bitte das. Wie viel kostet das mit Bad? $20. Dann nehme ich das ohne. Das macht $20. Nein, ich sagte das ohne Bad. Das kostet dasselbe. Das ohne Bad ist groß, mit Ausblick und hat 2 Doppelbetten. Das mit Bad ist ein winziges Zimmer und hat keine Fenster. Welch traurige Auswahl. Also ich nehme das mit Bad. $20 pro Tag, 20 Cent pro Kilometer für die ersten 100, dann 10 Cent für jeden weiteren Kilometer. Ist gut, den nehme ich. Und $75 Kaution.
75 Dollar wofür? Wenn Sie den Wagen wiederbringen, kriegen Sie das Geld zurück. Geht auch ein Scheck? Nein, Cash. Aber eine Kreditkarte? Cash. Seaview Avenue Nummer 74. Ist gut, steigen Sie ein. Wie viel? Kann ich auch jetzt noch nicht wissen, was auf der Uhr steht nachher. Ein herrlicher Tag. Wie ist das Wetter hier für gewöhnlich? Immer so schön? Sah nach Regen aus, als ich diesen Morgen die Stadt verließ. Hey, die Uhr ist nicht eingeschaltet. Bin ich heute Morgen schon gewesen. Dann hätten Sie sich die 5 Dollar hierher ja sparen können. 5 Dollar? Hallo, Mr. Loomis? Mr. Loomis? Mr. Loomis, tut mir leid, Sie zu stören, aber ich habe etwas Geld für Sie. Aber ich muss... Erst ein paar Punkte klären. Ich muss reden mit Ihnen. Bitte? Was für Geld? Von Ihrem Freund, Mr. Cook. Seine Versicherung. Wussten Sie das denn nicht? Ich verstehe Sie nicht. Sie haben einen Anspruch auf 100.000 Dollar durch den Tod von Herbert Cook. Vorausgesetzt, dass die Todesursache genau festgestellt werden kann. Ist leider notwendig. Finde ich geschmacklos. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Mein Name ist Morrow. Ich bin Privatdetektiv und arbeite für die Alpha-Versicherung. Ich benötige keine Versicherung. Sie verstehen nicht. Ich bin nicht zu überreden, junger Mann. Nein, nein, ich verkaufe keine Versicherung. Ich stelle Ermittlungen an über den Tod von Herbert Cook von nebenan. Das habe ich doch schon alles der Polizei vor einigen Wochen erzählt. Ach, dies ist was anderes. Mich schickt die Versicherung. Ich sagte Ihnen bereits, ich brauche keine Versicherung. Herbert Cook war versichert. Mr. Cook? So ist es.
Oh, Sie meinen, Mr. Cook war versichert. Ja, genau so ist es. Wie viel wird Johnny denn kriegen? Ein ganz hübsches Sümmchen. Oh, wie viel? Werden Sie mich reinlassen? Sagen Sie, wie viel? Sie zuerst. Also gut. Ich habe genau hier gesessen. Und dann hörte ich ihn. Lauter und näher als jemals zuvor. Wen hörten Sie, Madame? Den Zug selbstverständlich. Aber wo sind denn hier Schienen? Der nächste Zug fährt 50 Meilen entfernt. Ich will nicht unbedingt sagen, dass Herbert von einem Zug überfahren worden ist. Ich konnte den Zug von hier aus ja auch nicht sehen. Ich habe den Zug nur gehört. Wie ich schon sagte. Genau wie ich es der Polizei und wie ich es auch dem Gericht erzählt habe. Wort für Wort. Johnny Loomis kann mit $100,000 rechnen. Ich habe noch nie einen so schönen Garten gesehen. Bitte, Mister, wie immer Sie heißen. Morrow. Lassen Sie mich in Ruhe. Entschuldigen Sie, Sir. Mr. Loomis, bitte. Mr. Loomis, Mr. Loomis, Sie haben den schönsten, den prachtvollsten Hibiskus, den ich jemals gesehen habe. Zum letzten Mal. Würden Sie bitte gehen, Mister. Womit düngen Sie ihn, Sir? Sie mir, womit Sie ihn düngen? Ich muss das wissen, denn zu Hause, da habe ich 3 von denen und eines Morgens waren sie fast hinüber, die Blätter waren alle abgefallen. Also bitte, Mr. Loomis, sagen Sie mir, womit Sie ihn düngen? Mit Knochenmehl. Habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Ich habe sogar schon die ganze Nacht den Sprenger laufen lassen. Und selbst mit Nitrat habe ich es versucht. Man kann sie auch zu viel düngen, verstehen Sie? Das glaube ich Ihnen, aber daran kann es nicht liegen, denn ich war sehr vorsichtig. Es liegt wohl mehr an der Persönlichkeit. Sie haben eine Hand dafür und ich eben nicht. Da haben Sie allerdings recht. Die Pflanzen spüren das. Da bin ich ganz sicher. Sehen Sie die Gardenie da drüben zwischen dem Apfelbaum und der Bananenstaude? Ja. Da hat letzten Monat ein Hund gegen gepinkelt. Ich dachte, sie geht ein. Aber sehen Sie nur. Verblüffend. Was haben Sie gemacht? Nichts Besonderes. Nur ein bisschen Liebe und Pflege. Sagen Sie, sprechen Sie mit Ihrem Hibiskus? Ja, das tue ich, aber leider hilft es nicht. Was ist Ihr Sternzeichen? Steinbock. Das habe ich mir doch fast gedacht. Und was sind Sie? Löwe. Der Mars steht vor dem 4. Haus. Wir beide können uns zwischen dem 10. und 15. nicht vertragen. Also bitte gehen Sie jetzt. Mr. Loomis? Ich wurde auf dem Übergang zum Wassermann geboren. Ja, am 16. Januar. Also alles klar. Hoffentlich stimmt das auch. Wir können bestimmt gut auskommen miteinander. Möchten Sie einen Karottensaft, Mr. Morrow? Sogar liebend gern. Johnny, ist das hier Mr. Cook? Ja. Wirkt sehr sympathisch. Sah blendend aus. Ausgeprägte römische Nase, hohe Backenknochen. Er war ein ganzer Mann. Trug er seine Brille, als die Sache passierte? Bestimmt. Er hatte sie immer auf. Er war ein wirklicher Mann, Mr. Cook. Die Leute redeten über Herbie und mich, als seien wir zwei Verrückte. Da könnte ich Ihnen aber andere Typen in dieser Stadt zeigen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass dumme Menschen kein Mitleid haben? Haben Sie schon mal Selleriesaft probiert? Gewiss habe ich das. Ganz köstlich. Mit einem Stück Zitrone bleibt er frisch.
Cheers. Mr. Morrow, ich glaube, ich verzichte auf die 100.000 Dollar. Das sagte ich ja schon. Ich bin wohl ein dummer und sentimentaler, unvernünftiger Mann, aber... Ist schon gut. Ich verstehe das. Das entscheiden Sie. An mir hängt nur der Papierkrieg, die Formalitäten, mein Job. Es wäre nett, wenn Sie mir bei meiner Arbeit helfen würden, Mr. Loomis. Also gut, ich helfe Ihnen. Was wollen Sie wissen, Mr. Morrow? Keine Sorge, ich vertrage offene Fragen. Ich möchte wissen, wie Herbert, wie Mr. Cook, gestorben ist. Nennen Sie ihn ruhig Herbert, er hätte bestimmt nichts dagegen. Sie konnten nicht viel von McMasters erfahren. Nein. Er ist ein lieber Kerl, aber als Polizist nicht gerade überbegabt. Es gibt kein besonderes Geheimnis um Herberts Tod. Es ist im Grunde einfach zu verstehen. Ich erkläre es Ihnen mal. Vor vielen Jahren war in dieser Gegend ein Lokomotivführer mit einer wunderschönen, aber untreuen Frau verheiratet. Sie hatte eine Affäre mit dem Stationsvorsteher. Nun, sie wollte dennoch ihren Mann nicht verlassen. Daraufhin hat dann irgendwann der Stationsvorsteher den Lokomotivführer ermordet und lebte dann glücklich mit dessen Witwe zusammen. Aber der Geist des Lokomotivführers kehrte mit seinem Zug wieder zurück. Und er brauste seitdem durch die Nacht und suchte den Stationsvorsteher, um ihn zu überrollen. Der Stationsvorsteher kam grausam um, wie auch sein Sohn nach einigen Jahren. Und sein Enkelsohn, das war Herbert. Ach, wirklich? Wer war der Mann? Welcher? Vorhin der, als Sie mich nicht reinlassen wollten. Ah, ein alter Freund von mir, ein guter Freund. 1910 liefen hier noch Eisenbahnschienen quer durch, das heißt von dort in die Richtung. 2 Jahre später wurde die Strecke stillgelegt wegen der neuen Stadtplanung und die Schienen wurden entfernt. Ich habe ein Dossier darüber angelegt. Alte Bücher, Zeitungsausschnitte und Polizeiprotokolle. Sie können sich das gern von mir ausleihen. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Vielen Dank, das werde ich tun. Herbie hat auch ein Buch geschrieben. Der Geisterzug von Clematis. Er verstand, mit Worten umzugehen. Möchten Sie es mal lesen? Oh ja, gern. Wie hieß der Mann? Der Lokomotivführer? Der Mann von vorhin. Oh, Peter Murdoch. Warum? Sie müssen Pete kennenlernen. Sie werden ihn gerne haben. Er ist Wassermann. Herbie liebte diesen Garten. Die vielen Erinnerungen, die Geister. Es war sein Zuhause, darum wohnten wir hier all die Jahre. Er wollte sein Haus nie verkaufen. Hatte er denn ein Angebot? Oh ja, Pete, Mr. Murdoch, er liebte das Haus auch. Er hat Herbie eine Menge Geld geboten, aber Herbie hat Geld nie viel bedeutet. Er war ein bescheidener und selbstloser Mann. Da vorne habe ich Herbie gefunden. Er lag auf den Schienen. Schienen? Ich sehe keine Schienen, Mr. Loomis. Natürlich sehen Sie dort keine Schienen. Es sind ja keine mehr da. Sie wurden doch entfernt, als man 1912 die Strecke stilllegte. Wenn keine Schienen mehr da sind, wie konnte Herbert dann von einem Zug überrollt werden? Weil dieser Zug ein Geisterzug ist. Ich weiß darüber nicht viel. Darf ich reinkommen? Danke vielmals. Sind ja fantastische Lautsprecher. Mhm, Greg liebt Musik. Und Sie? Ich auch, aber Greg dreht zu sehr auf. Tatsächlich? Viel zu laut, verstehen Sie? Volle Lautstärke. Zum Glück haben wir nur wenige Nachbarn. Nebenan wohnt doch Johnny Loomis. Bis zu ihm müsste die Anlage doch leicht durchdringen. Ist Ihr Mann da? Nein, er arbeitet. Leben Sie hier schon lange? Wir wohnen jetzt seit einer Woche hier. Seit einer Woche? Ja, warum? Oh, es war nur so eine Frage. Danke sehr. Es war jemand aus der Nachbarschaft, stimmt's?
Was meinen Sie? Den Zug. Ich habe das in der Stadt gehört. Was haben Sie gehört? Ich habe nur gehört, dass jemand aus dieser Gegend durch den Zug getötet wurde. Ein Zug? Welcher Zug? Das wissen Sie doch. Nein, das weiß ich nicht. Ah, Sie sind nicht von hier, richtig? Nein. Ich werde Ihnen das mal erzählen. Vor ungefähr 50 Jahren lief da vorne eine Eisenbahnstrecke quer durch die... Danke sehr. Auf Wiedersehen. Seit 5,5 Stunden hier und fasse es einfach nicht. Ich kann nicht fassen, dass es Klimatis gibt. Das heißt, hier gefällt es dir nicht? Es ist schlimm hier. Ganz grauenhaft. Deprimierend. Eine einzige Horrorshow. Hier mit aufzuhören, macht die Sache auch nicht leichter. Du bist ein ungewöhnlicher Mann, weißt du das? Kannst du mich jetzt absetzen? Mal ehrlich. Wieso gefalle ich dir nicht, Morrow? Was hast du gesagt? Ich fragte, wieso ich dir eigentlich nicht gefalle. Aber das tust du nicht. Ich meine, das tust du. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ach, lass mich doch bitte hier aufsteigen. Hey, warte doch! Hey, hör doch! Was hast du vor? Bleibst du noch oder nicht? Hey, ohne Wagen kommst du doch nicht zurecht hier! Sei nicht so schrecklich stur, du solltest diese Stadt vergessen! Eben hast du noch zu mir gesagt, hier sei alles so grauenhaft und so deprimiert. Zur Hölle damit! Lass uns doch abhauen! Morrow! Lass uns gehen! Hä? Tut mir leid mit heute Morgen. Sergeant, dürfte ich Sie vielleicht mal kurz sprechen? Sergeant, ich brauche Ihre Hilfe. Ach, wirklich? Ja. Na, wie kommen Sie mit Ihrer Untersuchung zurecht? Der Zug taucht immer wieder auf. Tatsächlich? Und jetzt wollen Sie, dass ein Dorfpolizist Ihnen weiterhilft. Ja, bitte, Sergeant. Nennen Sie mich Mac. Mac. Also, Morrow, was kann ich tun für Sie? Es geht um das Unglück, was ich gern wüsste. Soll ich Ihnen etwas über diesen Fall erzählen? Meinetwegen. Zuerst suchte ich in der Vergangenheit des Opfers, nach irgendeinem Motiv, nach verdächtigen Personen, etc., etc. Wer könnte Interesse haben, aus dem liebenswerten alten Herrn Hackfleisch zu machen? Kam nichts raus dabei. Natürlich habe ich alle überprüft. Eisenbahnfreaks, Verrückte, Hippies, Schwule. Alles ergebnislos. Eisenbahnfreaks? Eins ist jedenfalls sicher. Sein Tod war kein Unfall. Und außerdem, was die Untersuchung bis dahin ergeben hatte. Also das hier ist das Gerichtsprotokoll, der pathologische Befund, der Autopsiebericht. Nun, was bis dahin die Untersuchung ergeben hatte, brachte uns im Grunde keinen Schritt weiter. Wir mussten... Mac, ich meine dieser Zug. Was ist mit diesem Zug? Was soll damit sein? Sind schon viele Menschen durch diesen Zug ums Leben gekommen. Wer führte die Autopsie durch? Dr. Rogers. Warum? Mr. Morrow? Kommen Sie bitte. Entschuldigung. Legen Sie ab und machen Sie den Arm frei. Mir fehlt nichts, Doktor. Ich lebe nämlich vegetarisch.
Ziehen Sie die Jacke aus und machen Sie den Arm frei. Ich komme nicht als Patient. Ich habe nur einige Fragen. Mein Name ist Morrow. Ich arbeite für die Alpha-Versicherung und ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Die Schädeldecke war völlig zerschlagen und die eine Hälfte vom Gesicht fehlte. Nur noch ein Loch. Von hier bis hier. Ich fand sein Hirn freiliegend, ungeschützt vor. Zermanscht. Hier. Und hier und hier. 7 Wirbel zertrümmert, zerschmettert. Nicht mehr da. Ich zeige Ihnen die Leiche, wenn Sie möchten. Wurde erst vor ein paar Wochen begraben. Nein, bitte bemühen Sie sich nicht. Ist doch keine Mühe, nichts leichter als das. Nein, danke sehr. Wie auch immer, das Schlüsselbein zersplittert, Oberarmknochen genauso. Der linke Oberschenkel und das Schienbein. In seinem linken Bein fand ich 6 Frakturen. Sie hätten das Fleisch sehen müssen, Morrow. Es war eine saubere Arbeit. Wirklich gründlich. Der Brustkorb und die Schultern, das Becken, alles war eingedrückt. Der linke Oberschenkelknochen wanderte durch den ganzen Körper hindurch. Rauf bis hier und dann raus. Hier oben war das. Überlegen Sie nur. Diesen Knochen fand ich seitlich aus seinem Hals herausragend. Stellen Sie sich das vor. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Außer bei einem Mann unter der Straßenbahn in Melbourne, 1955. Tja, da lagen überall die Teile herum. Sie fanden damals eine linke Hand, 20 Yards vom Rest des Körpers entfernt. Mhm. Genau hier. Durchtrennt am Handgelenk. Direkt durch die Sehnen, zwischen der Speiche und der Handwurzel. Wirklich eine gelungene Amputation. Einfach wundervoll. Doktor, wo haben Sie diese Hand her? Von der Universität in Sydney. Kommt mir so frisch vor. Wie meinen Sie bitte? Ist nicht so wichtig. Also nach Ihrer Meinung, Doktor, was verursachte Herbert Cooks Tod? Das Naheliegendste, an das ich gleich denken musste. Er sah genau aus wie einer, der von einem Zug überfahren worden ist. Guten Tag. Bitte. Einen Augenblick. Ich möchte Sie nicht aufhalten, aber könnte ich Sie kurz sprechen? Selbstverständlich. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Morrow. Ich bin Privatdetektiv und arbeite für die Alpha-Versicherung. Peter Mörder, wir sind doch schon mal begegnet, ja? Richtig. Hätten Sie vielleicht eine Minute Zeit für mich? Wann? Jetzt gleich? Wann es Ihnen passt. Na, wie wäre es dann? Nachher um 12 in meinem Büro. Prima. Danke vielmals. Wahnsinnig! Nur die Ruhe. Um mal ganz ehrlich zu sein, Mr. Murdoch, Sie sind der einzige Mensch in dieser Stadt, zu dem ich irgendeine Beziehung finde. Merkwürdiger Art. Oh, nichts für ungut. Ich weiß, wie Sie fühlen, Morrow.
Wir wohnen in der Nähe der Großstadt und doch so weit entfernt. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um mich einzuleben. Sie kommen also auch nicht von hier? Nein, komme ich nicht. Mr. Loomis spricht sehr gut von Ihnen. Aber ich will Sie nicht aufhalten. Der Grund, weshalb ich Sie aufsuche, ist, weil ich habe mit dem Polizisten gesprochen. Ich habe mit Mr. Loomis gesprochen und einigen anderen und... Oh, mit dem Doktor, diesem Arzt. Dr. Rogers. Ja, richtig. Genau. Und überall fand ich dasselbe vor. Den totalen Irrsinn. Nein, das ist kein Scherz. Ehrlich, hören Sie, zum Beispiel Mr. Loomis. Er geht in seinen Garten und schaut nach rechts und nach links, wenn er an den Geranien vorbeigeht, für den Fall, dass der... dass der zukommt. Oh, der Geisterzug von Climates. Wissen Sie, die Bewohner dieser Stadt glauben fest an diesen Zug. Nun ja, wenn man bedenkt, was Herbert passiert ist. Sehen Sie, Herberts Vater und Großvater starben mysteriös. Ja. Ich glaube nicht an übernatürliche Dinge, aber manchmal ereignen sich merkwürdige Sachen, wie Sie selbst sagten. Und man findet keine zufriedenstellende Erklärung dafür. Und das stimmt nachdenklich. Sicher, das ist richtig. Herbert war auf dem Gebiet Experte. Ein ganz reizender und ausgeglichener Mann, der niemals lächelte. Naja, irgendwo muss ich ja schließlich anfangen. Natürlich. Ich lernte die beiden so vor 3 oder 4 Jahren kennen. Es ging damals um Renovierungsarbeiten. Mr. Murdoch, ich habe Ihnen zu danken. Und das war endlich mal wieder ein normales Gespräch. Danach habe ich mich gesehnt. Vielen Dank. Also, was wollte ich sagen? Oh ja, ich war häufig zu Gast dort, habe eine Menge Karottensaft getrunken und mir stundenlang Ihre unheimlichen Geschichten angehört. Ich habe jede Minute genossen. Sie waren ein wunderbares Paar. Ach, wirklich? Ja, ich mochte beide sehr. Ich meine besonders Johnny. Herbie hat das Geld verdient. Er arbeitete von 9 bis 5 in der Stadt. Johnny kochte, machte die Wäsche und kümmerte sich um den Garten. Das klappte fantastisch. Sie führten ein harmonisches Leben. Hatten Sie je was mit Immobilien zu tun? Wie bitte? Mit Grundstücken handeln. Verstehen Sie, verkaufen und kaufen? Eigentlich nicht. Wozu fragen Sie? Ja, ich weiß auch nicht genau. Was ist das hier für ein Unternehmen? Ein Bauunternehmen und alles, was so damit zu tun hat. Ja, danke, ich rauche nicht. Wir sind Zulieferer. Wir liefern Maschinen, Material, sämtliches Zubehör. Manchmal bauen wir aus selbst und manchmal kaufen wir wohl auch ein bisschen Land. Aber dabei handelt es sich immer um kleinere Objekte. Mhm. Nur wenn es sich so ergibt. Sie wollten doch aber Herberts Haus kaufen vor diesem Unglück. Ja, ich war daran interessiert. Eine gewisse Zeit. Oh, tut mir leid. Ich bat um eine Minute und Stunden hat's gedauert. Mr. Murdoch, haben Sie vielen Dank und bitte entschuldigen Sie. Keine Ursache, Morrow, habe ich gern getan. Ich habe mich entschlossen zu bleiben und dich herumzufahren. Oh, ist doch nicht nett. Ich möchte es aber. Na los, steig ein. Steig ein. Na komm. Also gut, in Ordnung, danke. Was tust du hier eigentlich in Climates? Das hast du mir noch immer nicht erzählt. Ach, es geht um einen Geisterzug. Eine fantastische Geschichte. Sie gefällt dir also?
Sie den Bericht fertig? Nein, hab noch anderthalb Seiten nach. Ich mach gerade eine Pause. Muss auch sein. Wie läuft's bei Ihnen? So halb und halb. Mac, darf ich Sie was fragen? Und zwar wegen der Brille. Herberts Brille wurde bei der Leiche nicht gefunden. Seltsam, dass Sie das sagen. Die Spurensicherung fand sie ja auch nicht. Und die haben überall gesucht. Kommen Sie bitte mal mit rüber. Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, mir leerstehende Häuser anzusehen. Lauter unbewohnte Häuser. Hier. Sehen Sie. Gut. Das Haus hier, 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 hier und hier. Alle unbewohnt. Das ergibt eine Art Muster, sehen Sie? Weil alle aneinander grenzen und weil alle dicht am Fluss liegen, habe ich recht? Zusammen ergibt es ein hübsches Stück Land und zwar groß genug für einen Hotelkomplex mit Yachthafen, Ölraffinerie und Fabriken, was Sie sich denken können. Die einzige Verbindung zwischen der Straße und dem Fluss hier ist aber nun mal Johnnys Grund und Boden. Der einzige Zugang von der Hauptstraße zum Fluss ist Johnnys Besitz. Das macht den Mann ziemlich wichtig. Und Herbert hatte nicht vor zu verkaufen. Steht das fest? Hat mir da drüben eine Grundstücksmaklerin erzählt. War nicht sehr kooperativ, die Dame. Darum möchte ich Sie bitten zu fragen, wem diese 1, 2, 3, 4, diese 5 Grundstücke gehören. Aber ich weiß doch, wem das Land gehört. Wem? Mr. Murdoch, der von der Baufirma. Die Welt ist klein. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen, Morrow. Hallo, Mr. Murdoch. Möchten Sie einen Drink, Ted? Das ist ja merkwürdig. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr Ted genannt worden. Ich wollte erst Wein mitbringen, aber dann fiel mir ein, dass ja keiner von uns trinkt. Also, voilà. Oh, die sind ja himmlisch. Frisch und wie groß. Sind die nicht wunderbar? Prachtvoll. Ich wusste nicht, dass Sie Saft auch so lieben. Nun ja, manchmal. Wie kommen Sie mit der Untersuchung voran? Gut. Haben Sie irgendwas Konkretes? Oh ja. Ach, dieses Haus ist für mich allein viel zu groß. Danke. Vielen Dank. Übrigens, weißt du schon, wie du dich entscheiden wirst, Johnny? Ich glaube ja. Ich habe Herbie gegenüber ein schlechtes Gewissen. Als würde ich ihn verraten. Aber ich denke, ich habe mich entschlossen. Ich werde verkaufen. Was meinst du, Pete? Nun, wenn es dein Wunsch ist. Dieses Haus gehörte Herbie. Würde er noch leben, hätte er nicht verkauft, aber er ist nicht mehr hier. Ist schwer zu entscheiden für mich. Nur wie ich schon sagte, dieses Haus ist viel zu groß für mich allein. Mr. Loomis, Johnny. Wenn Sie das Haus verkaufen, dann wird Ihr Hibiskus und Ihre Geranien, alle Ihre wunderschönen, prachtvollen Blumen, werden niedergewalzt vom Bulldozer. Die vielen Erinnerungen, die Geister hier, die Züge, alle Dinge, die Herbert so viel bedeutet haben, sind dann zunichte gemacht. Ich bin sicher, Johnny, er würde noch einmal sterben, wenn er hören könnte, was Sie soeben gesagt haben. Vielleicht ist er hier irgendwo. Und vielleicht hört er uns tatsächlich zu. Sagen Sie es ihm, Mr. Murdoch. Sie kennen sich mit diesen Sachen aus. Dies ist ein großes Grundstück, wunderbar gelegen. Sie verstehen was von Häusern und Parzellierung. Erzählen Sie Johnny, was passiert, wenn er verkauft. Nun, das ist unterschiedlich, Morrow. Es kommt darauf an, was der Käufer vorhat. Da spielen viele Dinge mit. Also gut, Mr. Murdoch. Dann werde ich Sie direkt fragen. Was geschieht Ihrer Ansicht nach mit Herberts Haus für den Fall, dass Sie es selbst kaufen? Was ich kaufe und was ich tue, bleibt mir überlassen. Selbstverständlich. Ich versuche nur, Johnny vor Schritten zu bewahren, die er bereuen könnte. Ich glaube, Sie haben recht, Morrow. Ich sollte wohl nochmal drüber nachdenken.
Ich verkaufe nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Ich muss erst drüber nachdenken. Möchte noch jemand einen Saft? Das war ein gelungener Abend, Johnny. Danke. Du willst doch hoffentlich jetzt nicht aufbrechen. Möchtest du noch Rosenholztee? Würde ich gern, danke, aber es ist eine lange Fahrt nach Hause. Nun, du musst ja nicht gehen. Die Betten sind frisch bezogen. Bleib doch hier über Nacht. Also, ich bleib gern. Pete? Ich muss vor Morgengrauen aufstehen und würde die Strecke gern heute hinter mich bringen. Es war schön, Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits. Also, bis dann. Das hoffe ich auch. Viel Glück noch. Komm, Geist des Glases, komm, Geist des Glases, bitte beweg dich auf das Wort Ja zu. Komm, Geist des Glases, komm, Geist des Glases, bitte bewege dich auf das Wort Ja zu. Herbie, bitte. Wo bist du, Herbie? Hab ich dich verärgert? Hab ich etwas Falsches gesagt? Herbie, bitte. Hallo, Herbie. Was ist los, Herbie? Was hast du? Thank you.
Guten Morgen, Morrow. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, danke. Hm. Oh, das ist aber nett, Johnny. Hast du hier geschlafen heute Nacht? Ja, wieso? Fahren wir. Wohin? Erstmal losfahren. Wohin? Wirkt alles unwahrscheinlich echt. Ich glaube, ich fange an durchzudrehen, Kleines. Ich schlief genau vor dem Haus und bin ein paar Mal wach geworden. Da war alles ruhig. Du siehst verdammt schlecht aus, Morrow. Warum schläfst du nicht ein wenig? Würde dir bestimmt gut tun. Was ist so aufregend an der Maschine? Was hat sie, was ich nicht habe? Hallo, Mac. Ich war bei uns im Lokalblatt und beim Bauamt. Vor 2 Jahren wollte anscheinend eine amerikanische Firma eine Ölraffinerie am Fluss bauen. Genau wie Sie es sagten. Oh, hallo, Tom. Ist klar. Fein, ich danke dir. Ich glaube, Sie setzen aufs falsche Pferd, Morrow. Mr. Murdoch ist doch kein Killer. Er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, seit er hier ist. Ganz im Gegenteil. Er spendet eine Menge Geld für wohltätige Zwecke. Die Leute mögen und bewundern ihn. Auf der anderen Seite... Hören Sie zu? Ja? Auf der anderen Seite sollten Sie tatsächlich recht haben, Morrow. Und Mr. Murdoch ist ein Gangster. Dann werden Sie doch sicher nicht vergessen, dass Sie alles, was Sie herausfanden, ganz alleine mir verdanken. Das werden Sie doch nicht vergessen. Hören Sie, Sergeant. Alles, was ich möchte, ist ein Formular ausfüllen, in dem steht, was war die Todesursache. Sie können von mir aus den Ruhm und die Ehre kassieren. Darf ich Sie zum Essen einladen? Ich werde Sie einladen. Oh, danke. Ist ja wach. Was hast du denn vor? Warten, Sie sind noch da drin. Du bist ein komischer Kauz. Wie meinst du das? Du trinkst nicht, du rauchst nicht mehr, du tust überhaupt nichts. Jetzt übertreibst du. Du bist der erste Typ, der nicht sofort versucht, mich ins Bett zu kriegen. Das liegt daran, ich bin ein wenig altmodisch, was Bettgeschichten angeht. Ich muss das Mädchen gerne haben. Oh, vielen Dank. Nein, hier oben meine ich. Versteh doch. Es ist so. Ich verliebe mich so schnell. Das ist mein Problem. Hast du nie mit jemandem nur so geschlafen? Nein, niemals. Ich hab mich in jede, mit der ich im Bett war, verliebt und hab sie sofort geheiratet. Ich war 3-mal verheiratet. Oh mein Gott. Das solltest du verstehen. Du bist eine Frau. Nein, das verstehe ich nicht. Nimm doch mal uns zum Beispiel. Möchtest du vielleicht, dass ich mit dir schlafe? Muss ich dir das noch schriftlich geben? Nun, was liegt anders? Das hat weniger mit meinem Körper zu tun, vielmehr mit meiner... Ich glaube, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter. Du irrst dich falsch. Mich interessiert nur dein Körper. Dein Charakter, glaube ich, ist ziemlich mies. Da kommen sie. Wer?
Bleiben Sie, vielen Dank. Bye, bye. War nett von Ihnen. Ich habe gefragt, ob ich das Ding auch im Mai gefahren habe, so zwischen dem 20. und Monatsende. Ich sagte ja, da hat er gefragt, wo. Wozu, warum das? Weiß ich auch nicht. Muss was mit dem Beton zu tun haben. Er fragte, ob ich damals gegossen hätte mit dem Mixer. So zwischen Mitte und Ende Mai? Ja, genau. Er ist verrückt. Der Kerl ist total verrückt. Thank you.
Haben Sie irgendwas verloren? Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ich bin dabei, Herberts Brille zu suchen. Irgendwo hier muss sie sein. Die Polizei hat sie bei dem Toten nicht gefunden. Johnny hat sie nicht auf dem Rasen gefunden. Es sei denn, Sie haben sie gefunden. Aber das bezweifle ich. Sonst wären Sie wohl jetzt nicht hier. Fehlt Ihnen was, Morrow? Oh nein, mir geht's bestens. Sie sehen schlecht aus, deshalb frage ich. Ich bemühe mich nur, diese Brille zu finden, Mr. Murdoch. Herbert Cook wurde am 20. Mai ermordet. Und dies ist der einzige Boden, den Sie zu der Zeit geschüttet haben, Mr. Murdoch. Und irgendwo hier müssen Sie die Brille einbetoniert haben. Morrow, warum sind Sie so interessiert daran, eine Brille zu finden? Weil ich ohne diese Brille nicht beweisen kann, dass Sie Herbert Cook ermordet haben, Mr. Murdoch. Also das verstehe ich nicht, Morrow. Das sollten Sie schon näher erklären. Ich habe keinen Beweis, dass Sie Johnnys Haus kaufen wollen. Und ich habe keinen Beweis, dass Sie in geschäftlicher Verbindung zu dieser Ölgesellschaft stehen. Aber eins weiß ich immerhin. Sie besitzen einen Betonmischer mit 4 betriebsbereiten Batterien. Und die liefern Strom genug für einen guten Verstärker und 4 große Lautsprecher. Daher stammte Ihr Zuggeräusch, Mr. Murdoch. So simulierten Sie das Zuggeräusch. Mir fehlt jetzt nur noch eins. Ich bewundere Sie. Ich bewundere Ihre Fantasie. Nur eins suche ich noch. Seine Brille. Mit ihr könnte ich beweisen, dass der Betonmischer, dass nur dieser Betonmischer das Mordinstrument war, das in dieser Nacht Herbie tötet. Ich kann beweisen, dass Herbie von diesem Ding zerfleischt wurde. Und mehr brauche ich nicht. Alles, was ich gesucht habe, war ein Anfang. Betonmischer, Lautsprecher, Zuggeräusche. Morrow, ich kann Menschen gut beurteilen. Als wir uns das erste Mal sahen, hielt ich Sie für eine kompetente Persönlichkeit. Dafür halte ich Sie immer noch. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber vielleicht bringt dieser Fall so etwas mit sich wie nervöse Spannung. Mag sein. Vielleicht haben Sie recht, Mr. Murdoch. Vielleicht sollte ich wieder mit dem altbewährten, beruhigenden Rauchen beginnen, oder? Hören Sie, ich verhandle tatsächlich zufällig mit der Ölfirma. Aber ich bin dazu berechtigt, Land zu kaufen und zu verkaufen. Davon lebe ich. Abgesehen davon hat Johnny seine Meinung geändert. Ich werde das Haus kaufen. Nur was, was soll das beweisen, Morrow? Das, Mr. Murdoch, beweist mehr, als Sie sich vorstellen können. Ja. Wo ist hier die Brille? Was soll ich denn machen, Morrow? Sie können die Brille nicht finden. Das tut mir leid für Sie. Ich kann nur nicht darum die ganze Legebatterie in Stücke schlagen lassen. Dazu bin ich weder autorisiert, noch habe ich das Geld dafür. Vergessen Sie es, Mick. Wissen Sie, was Ihr Fehler ist? Ihre Fantasie geht manchmal mit Ihnen durch. Und du kriegst nicht genug Schlaf. Warum machst du es dir hier nicht auf dem Stuhl bequem? Das ist es. Das ist es! Nun geht's wieder von vorne los. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Verstehen Sie, Murdoch hat ein Abkommen getroffen. Murdoch hat ein Geschäft abgeschlossen. Er ist gebunden. Er muss es erfüllen. Thank you.
fällt mir schwer, alles zu begreifen, was Sie da sagen, Morrow. Ganz einfach. Wenn nämlich Johnny den Handel nicht eingeht, ist Murdoch in Schwierigkeiten. Weil er der Ölgesellschaft verpflichtet ist, dann ist er gezwungen, Druck auszuüben. Unterzeichnen Sie bitte. Und hier Ihre Initialen. Ich glaube nicht, dass ich das tun sollte. Natürlich. Warum denn nicht, Johnny? Verkauft Johnny nicht, wird Murdoch versuchen, ihn zu töten oder ihm Angst einzujagen. Und das ist unsere Chance, verstehen Sie? Also, ich verstehe das. Verstehen tue ich es auch, aber ich bin nur der Ansicht, vergessen Sie es. $200,000. Was ist, wenn Johnny unterzeichnet? Das wäre das Ende, so ist es doch, Morrow. Doch alles zusammen. Guten Tag, Mr. Murdoch. Guten Tag, Mr. Murdoch. Johnny. Guten Tag, Mr. Loomis. Ich hab's getan, Morrow. Ja, ich weiß, Johnny. Möchten Sie und Ihre Freunde einen Karottensaft? Wahnsinnig gern. Ich werde nie fertig, wenn man mich immer unterbricht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Mac. Gern geschehen, Morrow. Tut mir leid, dass Sie keinen Erfolg hatten. Aber es überrascht mich nicht. Ahnte ich schon, als Sie das erste Mal hier reinkam damals. Wissen Sie noch? Wie könnte ich das je vergessen? Nun ja, gesagt habe ich es Ihnen. Setzen Sie mich beim Bus ab? Ja, ist gut. Na, hier hält der Bus doch. Ich fahre nach Sydney. Ich habe genug von Klimates. Ach, wirklich? Was hat die Maschine, was ich nicht habe? Was ist? Das hast du gesagt. Wer ich war? Als wir zusahen, wie der Betonmischer dieses Zeug ausschüttete. Das verstehe ich nicht. Was für Zeug meinst du? Diese Überreste, diese überflüssigen Zuschlagstoffe. Hinten im Hof bei Murdoch. Nun mach schon. Was? Halt an, bitte dreh um. Warum das denn? Na los, umdrehen. Weißt du, diese Überreste, diese kleinen Stückchen und sowas, das hängt alles auf dem Boot. Diesen Mist, den Sie nicht gebrauchen können, den kippen Sie einfach aus und lagern es halt im Hof dahin. Hört zu, wenn wir also Herberts Brille suchen, müssen wir damit nicht in diesem Hühnerhaus anfangen, sondern besser, wir suchen hier. Sieh dir das an, da ist er ja. Damit hilft er uns. Geh jetzt, Vera. Warte auf mich.
Jetzt habe ich sie. Morrow, Sie wollten doch fahren. Haben Sie sie gefunden? Was? Herbert Cooks Brille, Mr. Murdoch. Wessen Brille? Die Brille von Herbert Cook. Haben Sie sie gefunden? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ah, Sie sind also hier, um Kartoffeln zu ernten, Mr. Murdoch. Hören Sie, was ich hier tue, ist wohl meine Sache, ja? Oh, nicht mit mir, Mr. Murdoch. Ich werde Ihnen beim Suchen helfen. Herbert Cooks Brille, richtig? Irgendwo muss sie hier sein, stimmt's? Graben Sie danach. Wenn Sie es nicht tun, mache ich es selbst. Morrow! Hören Sie, jetzt reicht es mir. Runter da! Sie haben wohl Angst, Mr. Murdoch? Ich habe wegen nichts Angst. Runter da! Es ist aus, Mr. Murdoch. Es ist aus. Los, machen Sie, Mr. Murdoch! Haben Sie weiter! Na los doch! Herberts Brille! Sie ist hier doch irgendwo, hä? Kommen Sie nur, Mr. Murdoch. Immer fleißig weitersuchen. Herberts Brille muss hier sein. Na, wo ist die Brille? Wo ist sie denn? Hey! Johnny! Ach, da sind Sie. Wir wollten uns nur verabschieden. Leben Sie wohl, Morrow. Auf Wiedersehen, Mr. Loomis. Jetzt lebt es sich bestimmt ruhiger hier, ohne diese Züge. Johnny? Was tun Sie da eigentlich? Ich habe mich hierher gelegt, weil ich vom Zug überfahren werden möchte. Ich versuche, mich umzubringen. Johnny, das ist doch Unsinn. Versuchen Sie nicht, es mir auszureden. Ich bin fest entschlossen. Ich habe das Haus verkauft. Ich habe Herbie verkauft. Ich habe ihn verraten. Aber der Vertrag ist ungültig. Kaufen Sie das Haus zurück. Sie wurden gezwungen zu unterzeichnen. Das ist ungesetzlich. Es ist zu spät. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich bin ein Judas. Ich hasse mich. Ich möchte sterben. Wir können ihn nicht so liegen lassen. Tragen wir ihn wenigstens von den Schienen runter. Du hast recht. Welche Schienen? Ach so, natürlich. Wir sind ja verrückt. Er möchte auf dem Rasen liegen. Also lassen wir ihn auf dem Rasen. Warte hier und pass auf ihn auf. Ich hole ihm ein Kissen. Also, Sir, ich denke, ich habe Beweise genug, um den Fall wieder neu aufrollen zu lassen. Mord, Sir. Ja, wissen Sie, ich habe in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, Sir, und ich wusste, es gibt eine Erklärung. Eine logische Erklärung, meine ich, Sir. Also habe ich weitergebohrt.
geht's mir wieder richtig gut. So, mir auch. Oh, hey, was ist denn mit dir los? Was für eine Schande. Ich habe den Zug verpasst. Musik.